Wie sieht die optimale Immobilie als Kapitalanlage aus und wie findet man sie? Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen lernen, wie man eine Wohnung als optimale Geldanlage kauft. In diesem Video wollen wir darüber sprechen, was in das Suchprofil gehört Und mit welchem Suchvorgehen ihr eine passende Wohnung finden könnt. und wie ihr sie dann richtig prüft und bewertet. Also los geht's. Bevor ihr überhaupt eine Wohnung finden könnt, müsst ihr wissen, was ihr sucht. Deswegen wollen wir ein Suchprofil vorschlagen. Der Unterschied zwischen einer optimalen Kapitalanlage und zum Beispiel einfach einem Eigenheim, was irgendwie mehr Konsum ist und oft mal nur die Frage beantwortet, kann ich mir überhaupt die Rate leisten, der kann sehr, sehr groß sein auf Lebenszeit. Ja, Kriterium Nummer 1 ist die Mietrendite. Ihr kauft eine Kapitalanlage, das heißt, welche Einnahmen ihr erwarten dürft, ist wichtig. Wir haben in Teil 2 des Kurses schon erklärt, idealerweise sollte der Kaufpreis geteilt durch die Jahreskaltmiete einen Wert kleiner 20 ergeben. Genau, das ist eine wichtige Basis. Dann wollt ihr es dauerhaft vermieten können. Deswegen, neben der grundsätzlichen Standortauswahl, wir haben es im vorherigen Teil erklärt, geht es dann auch um die Mikrolage. Wo genau liegt die Wohnung? Ja, ihr müsst zum Beispiel aussortieren, wenn sie an einer vierspurigen Hauptstraße liegt und die Vermietbarkeit erheblich eingeschränkt ist, wäre das eben keine gute Kapitalanlage. Die nächste Frage ist, was für eine Art von Wohnung kauft ihr? Viele Eigennutzer, zum Beispiel das frisch vermählte Ehepaar, suchen eher die 3- bis 4-Zimmer-Wohnung. Bei Mietern beliebt sind aber oft sehr kleine Wohnungen und dort gibt es dann auch weniger Konkurrenz unter den Kaufinteressenten. Deshalb eher kleine Wohnungen kaufen. Genau, noch ein Punkt, um die Konkurrenz ein bisschen mehr auszusortieren. Viele Leute kaufen natürlich gerne frisch renovierte Wohnungen. So wird sogar Geld verdient, Wohnungen aufwerten und dann erst verkaufen. Was wir vorschlagen, kauft ruhig renovierungsbedürftige Wohnungen. Es ist nicht so schwierig, Wohnungen zu renovieren, auch über die Ferne nicht. Jetzt natürlich kein Sanierungsfall, wo direkt eine Kernsanierung ansteht, aber ein paar optische Aufbesserungen, das ist meistens keine schlechte Idee. Ein kurzer Hinweis vorweg, dieses Video ist Teil eines 10-teiligen kostenlosen Videokurses, in dem wir erklären, wie jeder auch mit wenig Eigenkapital durch den Kauf und die Vermietung einer kleinen Wohnung erfolgreich Vermögen aufbauen kann. Wenn ihr jetzt gerne kostenlosen Zugriff auf den kompletten Videokurs haben wollt, dann schicken wir ihn euch gerne per E-Mail. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Viel Spaß! So, jetzt wissen wir also, was wir suchen. Jetzt ist die Frage, wie wir suchen. Und natürlich gibt es einen Haufen Quellen, wie man an Wohnungen rankommen kann. Das ist auch eine sehr zentrale Frage. Wir haben den Großteil unserer Wohnungen tatsächlich ganz normal über Online-Anzeigen gefunden. Natürlich nicht am Tag 1, sondern bei Seite 1 auf Immobilien-Scout, aber mit einem entsprechenden Suchvorgehen. Wer das etwas ausweiten will, ambitionierter angehen will, es gibt zig Möglichkeiten. Ja, man kann direkt auf Hausverwaltungen zugehen, auf Makler und hat ganz viele andere Optionen, quasi noch mehr Wirbel zu machen, um sich als potenziellen Käufer anzubieten. Ja, der häufigste Weg wird trotzdem am Anfang erstmal die Online-Suche sein, zum Beispiel über Immobilien-Scout oder eine ähnliche Plattform. Und dort geht es vor allem um Masse und Effizienz. Ihr werdet dort euer Suchprofil hinterlegen, regelmäßig Angebote wahrscheinlich per E-Mail zugeschickt bekommen und müsst dann sehr, sehr schnell darin werden, diese eben zu filtern. Also passt eine Wohnung irgendwie auf euer Suchprofil, dann geht sie einen Schritt weiter in der Prüfung. Oder eben nicht, und dann solltet ihr diese Wohnung möglichst schnell und effizient aussortieren, weil was am Ende zählt, ist, dass ihr diese Suche durchhaltet. Nicht nur ein paar Tage, wo ihr dann viel Zeit investiert, sondern eben langfristig, bis dann ein echter Treffer dabei ist. Genau so ist es. Und da sehen wir eben tatsächlich auch in der Praxis, wir begleiten ja viele Menschen genau bei diesen Schritten, da sehen wir in der Praxis oft den Unterschied. Ne? Also das einfach irgendwie mal 2, 3 Wochen machen, dann ganz intensiv jeden Tag viel Zeit investieren, um da reinzugucken, ändert nichts daran, welche Angebote reinkommen. Am Ende zählt wirklich Beharrlichkeit über einen längeren Zeitraum mit ganz wenig Zeiteinsatz am Tag. Aber eben beharrlich und regelmäßig. Genau, wenn ihr dann eine Wohnung gefunden habt, die da prinzipiell mal interessant ist, dann empfehlen wir auch noch die Geschwindigkeit hochzuhalten. Wir nennen das eine Bierdeckelbewertung durchzuführen. Gewöhnt euch aber an, sehr, sehr schnell die richtigen Fragen am Anfang zu stellen. In aller Regel Fragen, die dann wirklich eure Kalkulation auf den Kopf stellen würden. Also beispielsweise ist die super attraktiv, die Wohnung vom Preis her, aber dann kommt irgendwie raus, okay, da ist jetzt erstmal eine riesen Sonderumlage fällig und eigentlich muss man die auf den Kaufpreis draufrechnen. Solche Dinge einfach als erstes rausfinden, weil dann habt ihr wieder einen Filter und investiert eben nicht zu viel Zeit in Wohnungen, in die es sich gar nicht lohnt, Zeit zu investieren. Ja, und wenn sich jetzt aber ein echter Kaufkandidat herauskristallisiert, dann müsst ihr den Modus ändern. Jetzt geht es nicht mehr um Geschwindigkeit, jetzt geht es um Gründlichkeit und Vollständigkeit. Ihr seid möglicherweise im Begriff, eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung zu treffen, also wirklich eine Immobilie zu kaufen. Und dafür solltet ihr sie jetzt auf Herz und Nieren prüfen.
So, also der Stefan hat gerade gesagt, auf Herz und Nieren prüfen, und genau das wollen wir uns quasi jetzt anschauen, welche Bereiche, mit welchen Quellen kann man denn überhaupt prüfen. Nur noch einen schnellen Hinweis vorweg, wer da ein bisschen mehr Unterstützung braucht. Wir haben einige Werkzeuge entwickelt für unseren eigenen Bedarf und dann auch mit den Immocation-Nutzern mittlerweile weiterentwickelt. Daraus ist ein Tool-Paket entstanden, in dem es ein großes Bewertungstool enthalten, über 200 Prüfpunkte für eine Immobilienbewertung und unter anderem auch ein Kalkulationstool, eine Checkliste für den Kaufvertrag, also viele wertvolle Dinge, die euch da helfen können. Wenn euch das interessiert, ihr findet das Toolpaket unter immocation.de. So, worauf kommt es denn jetzt an bei der Bewertung einer Immobilie, bei der Kaufentscheidung? Und es kommen natürlich bei der Entscheidung nachher zwei Dinge zusammen. Einmal so eine Bewertung von weichen Faktoren, vielleicht irgendwie eine lange ausgeführte Checkliste, und daneben liegt vermutlich eine Kalkulation und ein Zahlenwerk. Beides ist dann die Basis, muss zusammenkommen für die eigentliche Kaufentscheidung. So, was man sich da aber jetzt inhaltlich anguckt, da wollen wir jetzt vier Bereiche nennen, die wir für besonders wichtig halten. Ja, der erste ist die Lage. Da gibt es jetzt aber eigentlich nicht mehr allzu viel zu bewerten, weil ihr habt euch relativ früh auf den Standort festgelegt. Ihr habt im Suchprofil eine Mikrolage festgelegt und auch überprüft, ob die Wohnung dazu passt. Deshalb seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr genauer hinschaut. Jetzt kann es höchstens vor Ort noch eine böse Überraschung geben, dass jetzt unmittelbar neben der Tür eine Mülldeponie eröffnet wurde. Das wird aber eher selten sein, dass das noch passiert. Ja, beim Zustand, ganz wichtiger Bereich, haben wir gerade gesagt, renovierungsbedürftig darf es gerne sein. Ihr müsst eben nur bewerten, was heißt das jetzt? Ihr wollt dauerhaft eine gute Vermietbarkeit. Da reicht absolut ein Standard, um es zu vermieten, muss keine Luxuswohnung sein. Und Bad, Küche, Boden sind besonders wichtig. Das heißt, da solltet ihr einen Eindruck haben, in welchem Zustand sind die, wo wollt ihr die vielleicht hinbringen. Weil Wohnung, wenn ihr eine Wohnung in einem Haus kauft, ist die Wohnung, wenn ihr dort Vermieter seid, eure Verantwortung. Dann gibt es noch einen weiteren Bereich, eben das Haus, der ist dann verantwortlich dafür, ist die ganze Eigentümergemeinschaft, also alle Eigentümer zusammen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit, reinzuschauen, einen Eindruck zu gewinnen, welche Sanierungen stehen hier an. Muss beispielsweise bald das Dach renoviert werden? Gibt es dafür Rücklagen? Also das ist unbedingt in Sachen Zustand auch vor dem Kauf einmal zu prüfen. Ja, daneben gibt es noch die Ausstattung. Also was gehört überhaupt zu der Wohnung und was gehört nicht zu der Wohnung, was sich vielleicht nicht ohne weiteres ändern lässt? Ein positives Beispiel wäre zum Beispiel ein Balkon, der ausreichend groß ist und auch Sonne abbekommt. Das ist etwas, was Mieter honorieren, was sie freut und was die Vermietbarkeit positiv beeinflusst. Und auf der anderen Seite könnte es zum Beispiel eine Wohnung im fünften Stock sein, bei der es keinen Aufzug gibt. Und das wäre eben etwas fehlendes Ausstattungsmerkmal, was die Vermietbarkeit negativ beeinflusst. Und hier solltet ihr einfach ein paar Punkte überprüfen, um sicher zu sein, dass ihr das richtige Gefühl für die Vermietbarkeit entwickelt. Genau, und dann ein letzter Bereich, der sehr gerne vergessen wird beim Kauf einer Wohnung als Kapitalanlage, ist die aktuelle Mietsituation. Schlechte Mietsituationen führen tatsächlich oft dazu, dass es sehr niedrige Kaufpreise gibt. Warum? Weil, wenn ihr eine Wohnung kauft und sie weiter vermietet, ihr tretet in das bestehende Mietverhältnis ein. Also steht sie nicht gerade leer, übernehmt ihr den bestehenden Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten. Ist beispielsweise die Miete sehr, sehr niedrig, dann könnt ihr die nicht einfach morgen auf marktübliches Niveau anheben, sondern gibt es beispielsweise eine Regel, nur 15% innerhalb von 3 Jahren, da müsst ihr euch dran halten. Das heißt, die Bewertung dieser Mietsituation und was das für eure Kalkulation bedeutet, ist sehr, sehr entscheidend. So, das waren jetzt 4 wichtige Bereiche, die ihr unbedingt prüfen solltet. Jetzt wollen wir noch ein paar Quellen nennen, wie ihr denn jetzt an die Infos kommt. Quelle 1, das Gespräch mit dem Verkäufer oder Makler. Das werdet ihr relativ früh suchen, um die ersten Fragen zu klären. Und dieses Gespräch wird euch ein Stück weit durch den ganzen Prozess begleiten. Zweitens Dokumente. Wir nennen das gerne den Dokumentenmarathon. Es gibt einen Haufen Dokumente, die man vor dem Kauf prüfen muss. Es gibt ein paar wenige, die ganz am Anfang schon sehr, sehr wertvoll sind. Beispielsweise Protokolle der Eigentümerversammlung. Darin würdet ihr finden, ob eine Dachsanierung möglicherweise schon beschlossen ist. Quelle 3, die Besichtigung, ist relativ aufwendig, deshalb versuchen wir davon nicht unnötig viele vorzunehmen, aber sie ist dann eben sehr, sehr hilfreich, um vor Ort sich einen eigenen Eindruck von Dingen wie Zustand, Ausstattung und der Mietsituation zu machen. Ja, die vierte Quelle, weitere Gespräche führen mit so vielen Leuten, wie es geht. Unser Favorit, gerne die Hausverwaltung mal anrufen. Manchmal muss der Verkäufer zustimmen, aber die weiß sehr viel über ein Haus, in dem man eine Wohnung kauft, oder auch den Mieter bei der Besichtigung vor Ort ansprechen oder sonst. Irgendwie viele Fragen stellen, viele Gespräche führen, nur so kommt man an interessante Infos.
Ja, und ein allgemeiner Punkt 5, Recherche. Ihr werdet immer wieder auf offene Fragen stellen und solltet euch darauf vorbereiten, diesen dann nachzugehen und sie zu klären, zum Beispiel online oder eben über die Gespräche, die Marco erwähnt hat. Genau, wer also diese vier Bereiche jetzt wirklich genau prüft, diese Quellen alle anzapft, der hat am Ende vermutlich ein sehr, sehr gutes Bild von der Immobilie und kann wirklich beurteilen, ob sie dauerhaft vermietbar ist und ob sie sich wirklich rechnet. Wer jetzt nur diesen siebten Teil des Kurses gesehen hat, gerne den ganzen Kurs sehen möchte, wir schicken ihn gerne per E-Mail zu. Den Link dazu gibt es in der Beschreibung. Wem das Video gefallen hat, der würde uns mit einem Daumen hoch einen riesigen Gefallen tun. Und jetzt ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Teil, in dem es unter anderem um die Frage geht, wie ihr richtig rechnet vor dem Kauf und eure Kalkulation erstellt. Ganz viel Erfolg bei der Geldanlage. Es lohnt sich.